Hallo meine Lieben, so, mir ist gerade so was Verrücktes passiert. Ich habe ja so ein Mikro jetzt, so ein neues, aber ich mir gedacht, dann ist ja egal. Auf jeden Fall wollte ich das Video machen und ich habe das Mikro nicht eingeschaltet. Jetzt habe ich das Video am Laptop anschauen wollen und es war ohne Ton. Deswegen jetzt nochmal. Und ich hoffe natürlich, dass es mindestens genauso gut ist, dass der Herr mindestens genau das sagt, was er sagen wollte. Aber es ist einfach verrückt. Naja, egal. Also, der siebte Teil der Nachfolgereihe geht über das Thema Vision. Warum folge ich Jesus nach? Oder warum, wo, was ist der Zweck? Wo will er mich hinbringen? Was ist der Plan für mein Leben? Und ja, ich möchte da erstmal mit was beginnen, was mir aufgefallen ist und wo ich denke, ja, wo vielleicht ein bisschen was hingehört, wo ein paar Worte hingehören. Und zwar hört man ja oft das, wenn jemand fragt, ja, aber was ist der Plan für mein Leben? Und dann kommen natürlich schon die Aussagen, Gott hat einen riesen Plan für dich. Er hat den Megaplan. Du wirst ein Evangelist und da stehen Millionen von. Nein, okay, übertreiben wir nicht. Aber worauf ich hinaus will, ist, ja, das ist möglich. Ja, das kann sein. Aber was ist, wenn Gott dich dazu berufen hat, dass du Hausmeister bist? Oder einfach nur Mutter. Oder du bist dazu berufen, in einer Firma zu arbeiten. Ich möchte dich ermutigen, dass du eine individuelle Berufung vom Herrn hast. Absolut. Das ist so. Aber ich möchte auch damit aufräumen, dass es immer irgendwas sein muss wie, ja, irgendwas riesig, 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 riesiges. Ich glaube eher, dass der Herr auch wirklich auf unsere Treue schaut. Er schaut darauf, wie du im Alltag bist, wie du kannst du im Alltag mit ihm gehen oder kannst du irgendwie nur mit ihm gehen, wenn Highlight über Highlight passiert. Und ich denke, wenn wir Jesus wirklich in seiner Tiefe haben, dann haben wir jeden Tag ein Highlight. Aber was ich dich ermutigen will, ist im treu im Kleinen zu sein. Frag den Herrn, wozu er dich berufen hat. Ich glaube, dieses Wort Berufung ist viel wichtiger als Vision, weil bei Vision nicht unbedingt. Vielleicht ist Vision mindestens genauso wichtig, weil wir auf jeden Fall ein Ziel haben müssen oder sollten. Wir brauchen ein Ziel, weil sonst bewegen wir uns einfach auch nicht vorwärts. Aber ich glaube einfach, indem man fragt, Herr, wozu hast du mich berufen? Was ist meine Berufung? Wie Paulus auch sagt, lauft in dem, wozu ihr berufen seid. Ich glaube, dann mit Berufung kommt auch die Gnade des Herrn. Und das ist für mich so entscheidend, weil ich mir immer so denke, ja, Herr, du führst mich wunderbar. Und es kristallisieren sich schon so, ja, ein paar Sachen raus, wo ich denke, dass der Herr mich dazu berufen hat. Und gleichzeitig kann sich das immer wieder ändern. Und was ich als Tipp jetzt gebe, weil ich will euch ja in dieser Nachfolgereihe einfach viele Tipps geben, ist einfach der Tipp, dass du vor den Herrn kommst und ihn wirklich erstens mal fragst, was ist deine Berufung? Aber wenn du schon was im Herzen hast oder auf dem Herzen hast, dass du das vor ihm ablegst und auch sagst, hey Herr, kommt das aus mir? Will ich das vielleicht bloß? Will ich da irgendwie groß raus? Oder will ich da irgendwie, keine Ahnung, irgendwas? Will ich das bloß? Oder mache ich mich auch vielleicht kleiner, als du das gedacht hast? Also mache ich mich, ja, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Nein, das ist nichts für mich und ich traue mich nicht und nein, nein. Und der Herr sagt, hey, ich habe dich dazu aber berufen, sei mutig, weil ich gebe dir diesen Mut, ich gebe dir die Gnade, dass du das auch machen kannst. Und da fallen mir sämtliche Männer in der Bibel ein, die gesagt haben, nein, das kann ich nicht, ich laufe jetzt erstmal weg oder ich will nicht. Und dann kam Gott und hat gesagt, hey, ich mache diese unperfekten, ja, unwürdigen Menschen, würde ich jetzt schon fast sagen, zu meinen Werkzeugen. Ihr dient mir und nicht niemanden anderen sonst. Also was interessieren euch die Meinungen? Wichtig ist, was Gott über dich denkt. Und auch damals war es wichtig, was Gott über diese Person gedacht hat. Wenn er jemand aussendet, dann funktioniert das, ja, weil Gott, wenn was tut, es funktioniert. Und dazu will ich dich ermutigen, dass du das vor Gott bringst. Und wirklich dieses prüfst, ist es deine Herzenshaltung, prüfst deine Motive des Herzens, was steckt dahinter, dass du das prüfst. Also auf jeden Fall diese Motive und das prüfen. Und dann ist mir auch noch klar geworden, wenn der Herr dich zu etwas beruft, dann bereitet er dich auch vor. Und irgendwann in deinem Leben
nochmal zu dem Grundding, wird er anklopfen und etwas sagen. Und er wird sagen, komm, folge mir nach. So wie Jesus es mit seinen Jüngern getan hat. Er hat bei ihnen quasi angeklopft, sie beim Fischen oder sonst wo abgeholt und gesagt, lass alles stehen und liegen, komm, folge mir nach. Und ich glaube, das sagt er auch zu uns, deswegen jetzt so wichtig in dieser Nachfolgereihe, komm, folge mir nach. Lass das, was du getan hast, was du gemacht hast, komm, folge mir nach. Und ich glaube, das ist so wichtig. Wollen wir ihm nachfolgen, auch wenn Nachfolge einen Preis hat? Absolut. Nachfolge hat einen Preis. Und Jesus sagt ja, wägt die Kosten ab. Ist es euch das wert, mir nachzufolgen? Vielleicht hast du ein easy life. Vielleicht hast du ohne Jesus ein easy life. Aber hast du Leben? Vielleicht hast du nicht Leben. Oder ganz sicher hast du kein Leben, weil Jesus sagt, er ist das Leben. Und deswegen kannst du ohne ihn kein Leben, kein geistliches Leben haben. Natürlich lebst du vom Ding her aus reinster Gnade eh. Ja, also du atmest vielleicht. Aber was ich damit sagen will, ist, geh diesem Ruf nach, wenn Gott dich ruft und sagt, hey, komm, folge mir nach. Ich habe quasi was vor mit dir. Und genauso wie er die Jünger über einen langen Zeitraum geschult hat, er hat ihnen, er war ihr Lehrer, ihr Mentor, wie kann man sagen, er war einfach ihr Lehrer. Und genauso hat Jesus uns den Heiligen Geist gegeben, dass er uns alle Dinge lehrt und dass er uns hilft, ja, einfach diesen Lauf auch zu laufen. Und Jesus hat die Jünger vorbereitet. Er hat sie auf alles vorbereitet. Natürlich waren sie dann letztendlich doch unvorbereitet. Sie haben nicht geglaubt, dass Jesus wirklich jetzt irgendwie ans Kreuz geht und haben gedacht, ja, der wird jetzt irgendwann so einen Rundumschlag machen und wird zeigen, dass er der Herr ist und der Messias, auf den sie gewartet haben. Er wird das jetzt zeigen. Aber er hat es nicht getan. Er hat sich bis in den Tod gedemütigt, um den Tod zu überwinden, um zum Pflug zu werden für uns, damit wir Segen bekommen, damit der Zugang wieder frei wird und der Vorhang zerreißt. Und genau da fällt mir sowas ein, wie Petrus Jesus verleugnet, weil er war nicht vorbereitet, er war nicht mal darauf vorbereitet, obwohl er so eng mit Jesus war, war er nicht mal darauf vorbereitet, dass er jetzt zugibt, zu dem gehört zu haben, aus Angst, meine Meinung, aus Angst, oh Gott, vielleicht muss ich dann auch irgendwie sterben oder so. Und dann, Jesus hat es aber schon vorher zu ihm gesagt, hey, du wirst mich dreimal verleugnen. Und er hat es gemacht und dann irgendwie eine so tief, mich tief berührende Stelle ist, wie er dann rausgeht und als er erkannt hat, ich habe ihn verleugnet, ich habe mich selbst für so stark gehalten, ich habe gesagt, ich würde für dich sterben, Herr, ich würde doch für dich alles geben. Und Jesus hat gesagt, du wirst mich verleugnen, er hat es getan und als er das erkennt, dann geht er raus und weint bitterlich und diese Stelle, hum, die jedes Mal wieder trifft mich diese Stelle so heftig, weil ich mir denke, wie oft sagen wir, ich würde alles für Jesus tun und ich würde alles machen. Und letztendlich, naja, sind wir wirklich so bereit? Wir sind ja vielleicht nicht mal bereit, irgendwie, wenn der Herr sagt, geh zu der Person hin und erzähl ihr von mir, gehen wir ganz oft vorbei, oder nicht? Also mir geht es zumindest so. Und ja, das ist einfach so. Und trotzdem baut Jesus ja dann, sagt er, hey, baut er mit Petrus, Paulus, mit ihnen dann Gemeinde auf und fängt an. Und ich glaube, dass wir eins lernen können, wenn es um Vision geht und um Ziele und warum folgen wir ihm nach. Ich glaube, dass wir wirklich so uns da im Herzen fragen sollten, was ist der Grund? Will ich Gott verherrlichen in meinem Leben und folge ihm deswegen nach? Und ist das mein Ziel? Ja? Ist das mein Ziel? Gott wird Ziele in dein Leben hier auf Erden setzen. Ja? Er wird es tun und er wird aber auch immer wieder prüfen, wie sehr kann ich dir das anvertrauen und wie sehr kannst du in dem laufen, wozu ich dich berufen habe. Und ich bereite dich auch vor, aber willst du, dass ich dich vorbereite? Und ich glaube, das ist was, was wir jetzt auch, wenn wir in schwierigen Situationen sind, was wir wirklich neu, vielleicht mit neuen Augen drauf schauen können. Herr, gib mir deine Augen, das ist schon mal das Wichtigste. Aber hey, das dient mir vielleicht zur Vorbereitung, wenn Jesus
so einen Weg gehen musste. Wo muss ich mein Kreuz aufnehmen? In der Nachfolge, als Vision, ja, als Ziel. Was ist mein Ziel eigentlich von Nachfolge? Will ich mein Leben toller machen oder was ist das Ziel? Und da kann man, ich habe einfach gemerkt, mein Ziel ist, den Jesus maximal zu verherrlichen, wie es halt nur geht. Ich meine, ich bin ein Mensch, ich bin zu fehlerhaft und in mir wohnt nichts Gutes, aber er ist super und er ist der ja komplett rein ist. Und da will ich hin, dass ich einfach sage, Jesus, ich will mich komplett zurücknehmen und dir alles lassen. Du sollst alles haben. Und da denke ich immer an das, was David gebetet hat, der Herr, sozusagen, ich will nie aus deinem Haus gehen, ich will immer im Hause des Herrn bleiben. Das ist so mein Ziel, ja. Ich will am Ende sagen können, ja, Jesus konnte in meinem Leben sich verherrlichen und ich bin in dem gelaufen, wozu ich berufen bin. Ich bin vielleicht kein Missionar und hey, vielleicht ist die Arbeit, die sie tun, gut. Oder sagen wir jetzt mal Seelsorge oder Evangelisation oder was auch immer, ja. Aber vielleicht bin ich dazu berufen, Hausmeisterin zu sein. Ich liebe dieses Wort. Und ja, dann, wenn ich das mein Leben lang treu mache, ja, dann kann mir der Herr in dieser Zeit so sehr begegnen. Und er kann so viel mit mir machen. Und unser Ziel sollte sein, Jesus einfach ähnlicher zu werden, ja. Und er war treu. Er war treu bis in den Tod. Er hat gesagt, hey, wenn dieser Kelch doch nur an mir vorbeigehen könnte, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und das ist, was ich will. Ich will, dass der Wille des Vaters in meinem Leben wirklich, ja, geschehen darf. Und deswegen, ja, Wille Gottes, Vision, Ziele, wo geht's alles hin? Generell, Offenbarung zum Beispiel mal lesen, ist vielleicht nicht das Einfachste, aber hey, Gott hat über dem Ganzen noch einen großen Plan, ja, jeder individuell, aber er hat auch einen ganzen Plan. Wir sind noch nicht fertig. Und dazu möchte ich dich einfach ermutigen, dass du ehrlich zum Herrn hingehst und ihn fragst, wozu hast du mich berufen? Was ist mein Wille in dem Ganzen? Und das, was auf deinem Herzen ist, einfach prüfst, wirklich prüfst vom Herrn. Und dann ist das Dritte, was ich eben bei Ziel und Vision so wichtig finde, bleib treu in dem Kleinen, sei treu im Kleinen, sei treu in dem, was dir der Herr jetzt anvertraut hat. Und selbst in Dingen wie, wenn du jetzt Krankheit erleidest, schmerzliche Situationen etc., dann möchte ich dich ermutigen, dass du in dem Ganzen sagst, Herr, wozu dient mir das? Wozu dient mir das gerade? Was ist das, was ich gerade jetzt, warum muss ich das gerade erleben? Soll ich dich auf eine tiefere Art und Weise kennenlernen, wie ich dich vielleicht noch nicht kenne? Das kann gut sein. Oder soll ich in dem Moment was lernen? Habe ich mir irgendwo Götzen gemacht? Ist irgendwo mein Herz abgewichen von dir, Jesus? Das sind alles Dinge, wo ich dich bitte, ganz ehrlich vor den Herrn zu kommen und zu prüfen. Und ich glaube, dass er für jeden von uns ein Ziel hat, ein individuelles Ziel, am Ende haben wir dasselbe Ziel, aber ich glaube, einen individuellen Plan hier auf Erden. Hier auf Erden in der Zeit, wo wir hier sind. Ich denke, solange du atmest, solange du hier sitzt, hat der Herr was mit dir vor. Und ich glaube, es spielen alle Faktoren, die wir jetzt bis jetzt schon so in der Nachfolgereihe durchgegangen sind, spielen damit rein. Weil auch beim Ziel, Plan und Vision ist es auch wieder so wichtig, Geduld zu üben, sich auf den Herrn zu verlassen, jeden kleinen Schritt zu ehren, den man geht, wo der Herr mit einem arbeitet. Und man, glaube ich, darf darauf vorbereitet sein, dass der Herr einen schleifen will, formen will. Und erst dann kann er mehrere Schritte mit dir gehen. Ich denke da einfach nur daran, wenn ich nicht treu im Kleinen bin, dann kann mir der Herr nicht mehr anvertrauen. Es geht einfach nicht. Und ja, ich glaube, da beschneiden wir uns dann selber. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir treu im Kleinen sind, ehrlich werden vor Gott, was unsere Motive sind. Und natürlich ihn einfach fragen, hey, wozu hast du mich berufen, Herr? Und dann in dem möchte ich dann auch wandeln, weil dafür wird er dir auch Gnade geben. Wie gesagt, mit Berufung kommt Gnade. Da, wo du berufen bist, da wird er dir auch Gnade geben, das auszuführen, durchzuführen.
Genau. Ganz liebe Grüße und seid ermutigt. Und wir sind ja dann schon bei Teil 8. Und Teil 8, was war Teil 8 nochmal? Jetzt muss ich kurz überlegen. Ah ja, Gehorsam. Das passt gut dazu, nein, aber Gehorsam ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr wichtiger Baustein von der Nachfolge. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ganz liebe Grüße. Ciao.